Hallo Leute, heute möchte ich mit euch das Auto machen für die Babydecke. Dazu habe ich hier auch schon mal noch wieder ein Muster, was nicht in die Decke gekommen ist, vor uns liegen. Dazu auch wieder die dementsprechende Häkelschrift, die euch Kathi dann nochmal einblenden wird. Viel zu sagen ist nicht, denke ich. Es bleibt überall immer das Gleiche. Anhand dieser Muster, die wir dann aber auch die Originale im Bild euch zeigen, damit ihr dann auch vielleicht Anregungen der Farben bekommt, zeigen wir ja dann immer noch im Anschluss. Machst du es eigentlich am Ende auch nochmal oder nur am Anfang? Dann von der die Anleitung? Nein, die Anleitung nicht, ich meine das Bild dann. Am Anfang? Am Anfang hast du es immer, okay. Ich denke mal, zu der Decke braucht man nicht allzu viel sagen. Einfach nur, dass es einfache Stäbchen sind. Wie gesagt, es bleiben die 38 Stäbchen und die 20 Reihen. Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht zu oft. Aber kann man vielleicht auch manchen nicht oft genug sagen, damit es ein Karree bleibt. Und wenn man das dann umhäkelt und nachher beim Zusammenhäkeln bekommt das Ganze nochmal ein bisschen mehr Fülle. Also lasst euch nicht täuschen. Das Ganze wird noch groß genug. Ist extra so ausgearbeitet, dass es für ein Laufgitter passt, was man dann in ein Laufgitter packen kann, in ein viereckiges. Dafür war es auch gedacht von Anfang an. Dann wünsche ich euch einfach nur weiterhin viel Spaß beim Häkeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.